Wusstest du schon, dass es einen Tatsachenbericht gibt über das Jenseits, über das Totenreich? Tatsächlich, Gott gibt uns einen Einblick in das Totenreich, in das Jenseits. Jesus Christus als Gott berichtet über das Totenreich. Er erzählt von zwei verstorbenen Männern, die tatsächlich hier auf der Erde gelebt haben. Lazarus, der gläubig war, und ein anderer Mann, dessen Namen nicht genannt wird, der aber von Gott nichts wissen wollte. Und diese beiden Männer haben tatsächlich gelebt. Das ist kein Gleichnis, sondern ein Tatsachenbericht. Und diese befinden sich heute und jetzt im Totenreich. Und Jesus Christus berichtet, dass dieses Totenreich in zwei Bereiche eingeteilt wird. Und dazwischen ist eine unüberbrückbare Kluft. Der eine Bereich, dort leben die Gläubigen in der Gemeinschaft mit Gott. Das wird auch Paradies genannt. Und der andere Bereich, dort leben die Menschen, die nichts von Gott wissen wollten, die nicht geglaubt haben an Christus, an Gott. Und das ist ein Ort, der verbunden ist mit Schmerzen, weil es ist ein Bereich der Gottesferne. Und dort befinden sich die Männer, Lazarus im Paradies und der andere im Bereich der Gottesferne. Und Jesus Christus berichtet auf eine Art und Weise ganz sachlich und erklärt es in Bildern, damit wir uns etwas darunter vorstellen können. Und erstaunlicherweise wird dieser Mann im Bereich der Gottesferne plötzlich missionarisch. Er bekommt eine missionarische Ader, denn er hat einen Wunsch. Er will, dass seine Brüder, die damals auf der Erde lebten, gewarnt werden, dass sie auch nicht an diesen Bereich der Gottesferne kommen, denn dieser ist verbunden mit Schmerzen und mit Qualen. Und deshalb bittet er, schicke doch diesen Lazarus nochmal auf die Erde, dass er meine Brüder warnt. Das war seine dringende Bitte. Er wird Missionar, aber diese Bitte wird ihm nicht erfüllt. Die Antwort ist ziemlich nüchtern und schlicht. Und die Antwort ist nein, denn sie haben das Wort Gottes, das Wort der Propheten, also das Wort Gottes. Deine Brüder haben das Wort Gottes und das ist genug. Und das ist wichtig für dich jetzt. Du hast das Wort Gottes, die Bibel, das ist die einzige Quelle, die dich warnt vor diesem Bereich der Hölle. Und du wirst keine anderen großen Wunder erleben auf dieser Erde. Du wirst keinen Engel begegnen und auch keine Feuerflamme aus dem Himmel erleben. Das, was du hast, ist das Wort Gottes. Das ist die Botschaft von Gott. Und darin findest du, was dich erwartet im Jenseits. Aber darin findest du auch die Person, die dich retten kann vor dieser Hölle. Und das ist Jesus Christus. Vertraue Jesus Christus. Nimm die Vergebung der Schuld an und nimm ihn an als deinen Retter.